Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VH86 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich war ja auf der DVD-Börse in Nürnberg am 23.09. und habe da bei Bretz Media ausgeholfen. Aber trotz alledem, ich bin mir durch die Gänge geschlendert und habe ein bisschen nach Filmen für mich gesucht. Und der liebe Joachim von Joachims Filmsammlung hat gemeint: Stefan, ich habe da einen Film für dich, nämlich Bodycheck. Und ich dachte mir, ach Joachim, du weißt doch genau, ich mag doch keine Martial Arts Filme. Da dachte ich mir, na, das ist kein Martial Arts Film, das ist ein Sportfilm über Eishockey-Profis, nämlich den Peter Markle. Und dachte mir, okay, ist auch ein Drama, ist ein bisschen Liebesfilm dabei und natürlich auch ein bisschen Sportfilm dabei. Also ein wunderbarer Sonntagnachmittagsfilm, hat er gemeint. Und den soll ich mir auf jeden Fall mal angucken. Der Film ist aus dem Jahr 1986. In Hauptrollen haben wir hier Rob Lowe und Patrick Swayze. Und Patrick Swayze finde ich schon bei Dirty Dancing schon sehr cool. Und der Film geht hier auf Blu-ray 110 Minuten und auf DVD 105 Minuten. Und würde einfach mal sagen, wir machen einfach mal das Mediabook auf. Die Firma ist hier Just Bridge Movie von MGM. Auf jeden Fall ist das, ist aus dem Jahr 2018, das ganze Mediabook. Ein Film hat mir echt noch nie was gesagt, ganz ehrlich, also bin ich jetzt ehrlich, kenne ich jetzt nicht, ist wirklich eine Erstsichtung für mich, oder ich hoffe auch kein Fehlkauf. Lieber Joachim, ich warne dich, ich weiß, wo du wohnst, mein Freund. Nein, natürlich nicht, doch, ich weiß nicht, aber keine Sorge, ist keine Drohung, oder doch? Okay, machen wir mal das Mediabook mal auf und dann schauen wir uns mal das Teil mal an. Ist ab 16 Jahren freigegeben. Doch so kein Sonntags-Nachmittagsfilm für die ganze Familie. Ab 16 Jahren freigegeben. Na, ich bin gespannt. Okay. Hier haben wir schon mal das Mediabook und wir haben hier auch ein Klebchen drauf. Klebchen auf Mediabooks, das klingt nicht gut. Aber es lässt sich doch sehr gut ablösen. Gott sei Dank. Und wow. Ein richtig geiles Mediabook. Hier schon mal dann die Banderole. Hier mal die Inhaltsangabe von dem Film. Also wie gesagt, wer den noch nicht kennen sollte, einfach mal durchlesen. Ich kenne den Film auch nicht. Hier dann noch dann die Credits und hier dann die technischen Daten. Einfach mal auf Pause drücken. Sind hinten mit zwei Klebchen versehen. Ja, und man kennt es ja auch schon von Deadpool mit den Klebchen. Die sind scheiße, aber das irgendwie hat keine Schäden hinterlassen. Und wir haben ja auch ein Mediabook mit einem Backmotiv. Aber wir gucken uns erstmal hier das Frontmotiv an. Also hier denken wir wirklich, ist eigentlich ein Martial Arts Film. Hier mit einem muskelbepackten Rob Lowe. Wahnsinn. Ja, da fehlt mir einiges noch an diesem Sixpack. Ich habe einfach einen Waschbärbauch, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Cooles Motiv auf jeden Fall. Und hier unten eben Bodycheck oder Young Blood. Dann haben wir ein Swine. Das Ganze schaut hier so aus. Auch nochmal Bodycheck draufstehen und dann auch ein richtig cooles Backmotiv, was ich richtig cool finde, weil das ist auch eigentlich eher selten, außer bei, vielleicht bei Birnenblatt. Aber ich finde, dass das Mediabook etwas dünner ist als manch andere. Ich habe jetzt hier leider kein Vergleich, aber ich finde es einfach dünner als so manch andere Mediabooks. Aber wir gucken uns einfach mal das Teil mal von der Ego-Perspektive an und dann sage ich mal bis gleich hinter Kamera. Ja! In der Ego-Perspektive gelandet, haben hier dieses schöne Mediabook und ich finde es wirklich richtig klasse. DVD, Video und Blu-ray-Disc, dann hier Bodycheck, Young Blood und hier das ganze Bild ist auch sehr scharf, wie ich finde. Und ich schon ein sehr muskulöser Körper und er ist jung und unerfahren. Eishockey ist härter als er dachte. Und hier haben wir dann noch dann den Spine. Das Ganze schaut hier so aus, auch sehr schön gemacht. Und auch ein Backmotiv, was ich richtig klasse finde, auch ein gestochen scharfes Bild oder was meint ihr dazu? Also das schaut richtig klasse aus, auch keine Credits drauf. Hier nur das Logo von den Eishockey-Mannschaft. Also sehr stark auf jeden Fall. Und dann schlagen wir einfach mal auf und mal gucken, was das Booklet noch so kann. Wir haben hier dann einmal dann die Blu-ray-Version, eben hier ab 16 Jahren freigegeben. Und dann haben wir hier dann das Booklet. Wir blättern einfach mal durch.
Und ja, auch sehr cool gemacht, wie ich finde. Schaut wirklich klasse aus mit diesem Rahmen außenrum. Hat mal was, ist mal was anderes. Also Daumen hoch, kann man hier echt sagen. Klasse Mediabook, wirklich wahr. Schönes Teil. Und das für 19 Euro kann man hier nicht meckern. Geniales Teil. Also wirklich schön verarbeitet, schaut echt gut aus. Die Blätter sind etwas dünn. Und hier eben dann noch dann die verschiedenen Poster noch. Also sehr schön gescheites Mediabook, wie ihr auch seht. Auch hier ein zusammenhängendes Bild und auf der anderen Seite genauso. Hier ist dann noch dann die DVD-Version drin. Das Ganze schaut hier so aus. Bisschen scharfkantig ist die DVD hier. Und auch hier wieder ein zusammenhängendes Foto, aber hier genauso. Also ja, was soll ich sagen? Tolles Mediabook, wirklich wahr. Kann ich hier wirklich nur sagen, schön verarbeitetes Mediabook. Ja, würde mal sagen, wir gehen mal kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Bodycheck. Wirklich ein richtig schönes designtes Mediabook, wie ich finde. Cooles Book innen drin, auch schön gestaltet. Auch das Mediabook an sich schön verarbeitet. Auch hinten drauf mit einem Backmotiv, richtig klasse. Und kann nur sagen, ja, wie der Film ist, werde ich euch in dem Monatsupdate sagen. Und ja, bei Bretz mir noch zu bestellen, Kauflink unten in der Videobeschreibung, lohnt sich auf jeden Fall. Echt tolles Teil, definitiv. Und ja, kennt ihr den Film? Wie findet ihr den Film? Lasst ein paar Kommentare da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war's von mir und bis dann. Tschüss mit E und B.